Congratulations. You've just done something very few YouTube creators accomplish. You had an astonishing 100.000 people subscribe to your channel. Max Herzberg ist Anfang 20 und hat sich entschieden, sein Leben nicht mit Lohnarbeit zu verbringen. Er ist Profi-YouTuber und verdient sein Geld mit Werbung in den sozialen Medien. Wir sehen uns bald wieder und lieben euch alle. Seine Videos sind ziemlich erfolgreich. Reich ist er damit noch nicht geworden. Geschätztes Monatseinkommen 1200 Euro netto. Das ist aber längst nicht alles. Er lässt sich die Info. Sehr gut schicken. Er lässt sich Kleingeld schicken. Er kriegt natürlich Werbeeinnahmen über die Klicks seiner YouTube-Videos. Er macht immer wieder diese Livestreams, wo man eben auch, wo Fans quasi live ihm Geld schenken können. Dafür wird ihr Name dann quasi in seinem Livestream erwähnt und ihre Nachricht wird von Max nochmal rezitiert sozusagen. Der digitale Schnorrer aus Dresden ist inzwischen berühmt. Wo Max ist, herrscht Ausnahmezustand. Auf dein Maul! Der zweifelhafte Held und seine Clique stehen im Zentrum des Films Lord of the Toys. Die meisten haben eigene Kanäle auf YouTube und Instagram. Ihre Livestreams laufen mit, wenn sie sich betrinken und gegenseitig fertig machen. Dabei ist Max der unbestrittene Chef über die Hackordnung. Ist morgen was drin, oder? Max, geh nach Hause und lass diese Loser allein. Na, auf keinen Fall, ich ergötze mich an diesem Elend. Fick dich selbst, du Stück Scheiße. Das sind ja im Prinzip fleischgewordene Trolle. Also da geht es ja darum, sich gegenseitig zu beleidigen, aber auf so eine scherzhafte, provozierende Art. Und das machen die dann natürlich auch in den Fanpost-Videos. Und das ist dann halt besonders lustig, wenn dann da Urin zugeschickt wird, dann wird es halt in die Kamera gehalten. Das sorgt dann wieder dafür, dass da Leute wieder was Lustiges kommentieren und das fester Bestandteil deren, des Umgangs, den die miteinander pflegen. 2 Monate hat das Filmteam die Jugendlichen in ihrem Alltag vor den Kameras begleitet. Entstanden ist ein düsterer Film über die Lebenswirklichkeit einer Szene, in der Inhalt meist nichts anderes ist als geschmackloser Müll, wie hier beim Öffnen der Fanpost. Dem es gelingt, Max Aufmerksamkeit zu gewinnen, wird in seinem Video erwähnt. Abonniert Lacoste Amanda auf YouTube. 4.12.17. Ausgezeichnet. Für Urin? Mhm. Oh. Ich will es ja mal in die Kamera zeigen. Achso, ja. Max lebt von Aufmerksamkeit und alles, was irgendwie extrem ist, alles, was laut ist, alles, was provozieren kann, ist in dem Sinne Gold wert oder wird von YouTube und sozialen Plattformen Gold wert gemacht. Hinter der Provokation ist die Gewalt allgegenwärtig. Deutlich wird das gegen Ende des Films, als die Gruppe einen Ausflug zum Oktoberfest macht. Sind diese YouTuber nichts anderes als stumpfe Neonazis? Die Frage dringt sich auf. Es gibt keinerlei politische Überzeugung oder so, die dahinter steht, sondern das ist wirklich ein enorm leichtsinniges Aufmerksamkeitstool sozusagen. Also man kann einfach sehr, sehr leicht nach wie vor damit Aufmerksamkeit erregen und das wird von den Jungs eben genutzt. Diese Einschätzung lässt sich so eindeutig im Film nicht wiederfinden und das ist seine Stärke. Er zeichnet ein differenziertes Bild dieser Clique, in der Freunde dazu da sind, den eigenen Marktwert zu erhöhen. Das ist nichts Neues und trotzdem erschreckend brutal. Lord of the Toys ist ein sehenswertes Porträt der Jugend Anfang des 21. Jahrhunderts und zugleich ein ziemlich trostloser Ausblick in die Zukunft dieser YouTube-Schau. Ich hätte gerne irgendwas, das mich auf Dauer zufriedenstellt. Heroin. Ja, das ist ein sehr trostloses Ende auf jeden Fall, aber gut, also das ist auf jeden Fall